Liebe Zuschauer, drei Tage lang wird es vor und in der Lausitzhalle wieder die Seenlandmesse geben. Drei Jahre hat sie pausiert, jetzt wird es sie wieder geben. Und Mitveranstalter René Sodeik ist bei mir am Mikrofon. Herr Sodeik, wie kam es denn zu der Idee, das Ganze wieder aufleben zu lassen? Ja, es kam zu der Idee, weil wir jahrelang oder seit 20 Jahren die anderen Messen veranstalten. Wir sind Messeveranstalter im Raum Brandenburg. Wir veranstalten in Finsterwalde und in Lübben die Spreelauf- und die Niederlausitz-Messe. Und aus diesem Grunde, weil wir früher uns schon für Messen interessiert haben und natürlich auch uns die Messe, die Seenlandmesse angeschaut haben, wie sie noch am Gondelteich gewesen ist. Und wir mit dem Dirk Reuker, mit dem Geschäftsführer der Lausitzhalle, gesprochen haben und wir da eine gemeinschaftliche Kooperation eben eingegangen sind und gesagt haben, okay, die Messe gehört einfach zu Hoyerswerda, die Seenlandmesse ist gewesen und die war immer gut besucht. Warum soll sie jetzt nicht weitergeführt werden und nur eingestampft werden? Das war uns auch ein bisschen zu bieder, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann gesagt haben, mit ihm versuchen wir, die ganze Geschichte wieder aufleben zu lassen. Genau, das wird jetzt passieren. Was werden denn die Besucher hier geboten bekommen? Die Besucher können von A bis Angeln bis Z wie Zweisamkeit. Es wird ein Reiseunternehmen wird da sein, die Urlaubsreisen anbieten, ob nun Inland-Urlaubsreisen oder Ausland-Urlaubsreisen da sind. Es wird erneuerbare Energien wird es geben. Es wird der touristische Seenverband wird hier sein vor Ort. Es wird für allen wird etwas da sein, die sich dafür interessieren, auf die Seenlandmesse zu kommen. Wenn jetzt Mutti und Vati sich wirklich mal den einen oder anderen Stand intensiver ein bisschen anschauen wollen, auch die Steppkes sind herzlich willkommen, denn auch die werden sozusagen bespielt. Im wahrsten Sinne des Wortes, bespielt, genau. Die Kinder- und Jugendfarm, hier NATS genannt, wird ein bisschen was anbieten für die Kinder, wird ein Streichelzoo mitbringen, wird klauen, wird malerisches mit den Kindern arbeiten. Aber die können sich natürlich auch hinsetzen, die Kinder können natürlich auch den jungen Künstlern zuhören beim Klavierspielen von der Musikschule Hoyerswerda, von der Frau Naumann, wird hier das Programm dann gemacht am Sonnabend und am Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr, das Programm durchgeführt wird durch die Musikschule. Sie hatten es gesagt, Sonnabend, Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Eröffnung ist aber am Freitag. Wann geht's los? Freitag 13 Uhr wird eröffnet die Seenlandmesse und Freitag bis 13 bis 18 Uhr ist die Eröffnung. Und dann bis 18 Uhr kann man sich da schon einen kleinen Überblick verschaffen. Und am Wochenende, Samstag sowie Sonntag von 10 bis 18 Uhr ist die Messe geöffnet. Vielleicht können wir noch eine Zahl mit den Besuchern auf den Weg geben. Wie viele Aussteller werden sich präsentieren? Es werden sich ca. 85, also jetzt zur Zeit, das haben heute früh noch zwei angerufen, ich weiß nicht, ob die jetzt noch mit buchen, aber zur Zeit haben wir 85 Aussteller für die Seenlandmesse gewonnen. Also es lohnt sich reinzuschauen vor und in der Lausitzhalle zur Lausitzer Seenlandmesse 2016. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.